Hallo Leute der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Terrifier 2. Kurz zur Einleitung, wer den ersten Teil noch nicht gesehen hat, sollte jetzt Pause machen, sich den ersten Teil angucken und dann hören, was ich jetzt zu sagen habe. Denn es wird definitiv Spoiler geben, die mit Teil 1 zu tun haben. Okay, 3, 2, 1. So. Also, unser Art, gespielt von David Howard Thornton, bricht aus dieser, ja, Obduktionsraum, Klinik, wie man es auch immer nennen möchte, und hinterlässt natürlich wieder allerlei Spuren. Dann lernen wir die Familie Shaw kennen. Der Jonathan Shaw, gespielt von Elliot Fulham, den man aus Instinct kennt, möchte gerne dieses Jahr zu Halloween als Art den Clown gehen. Was aber seine Mutter Ellie, gespielt von Casey Hornet, die man aus What We Found kennt, und seine Schwester Sienna, gespielt von Lauren Levera, die man aus Marvel's Iron Fist kennt, sind davon absolut gar nicht begeistert. Die finden das absolut geschmacklos und sagen, dass er so definitiv nicht auf Halloween sich verkleiden soll. Ja, aber es kreuzen sich die Wege von Art und Sienna, denn Art kommt in ihren Träumen vor. Und das ist schon ein ziemlich krasser Traum, denn es beginnt. Die Kerzen beginnen die an zu brennen, die in ihrem Raum sind. Die fangen an zu brennen auf einmal und fackeln fast die ganze Bude ab. Was schon ziemlich krass ist. Und Sienna kann sich das eigentlich gar nicht erklären, weil das ja eigentlich nur ein Traum ist. Und ja, und auch Jonathan sieht den Clown in seiner Schule. Und der Clown hat an den beiden wohl einen Narren gefressen, denn er lässt die nicht mehr aus den Augen. Ja, also ich muss sagen, der erste Teil fand ich schon ziemlich krass. Den habe ich bei Prime Video gesehen. War ab 18 und der kam mir trotzdem geschnitten vor. Und auch dieses Mal war vor dem Film eine Einblendung zu sehen, wo gesagt wurde, dass der Film extrem heftige Szenen enthält und Leute, die da ein bisschen zart besaitet sind, vielleicht dann doch das Kino verlassen sollten. Und man muss sagen, diese Einblendung war gar nicht zu unrecht. Ich glaube, es haben wirklich die ein oder andere Person das Kino verlassen, denn so wie Teil 1 ist auch Teil 2 ziemlich heftig, was Gewaltdarstellung angeht und was ja, so Splatterei und Metzlerei angeht, also da schenken die sich nichts. Was ich aber kritisieren muss im Gegensatz zu Teil 1, man hat gemerkt, die haben jetzt ein bisschen mehr Budget bekommen und es war alles nicht mehr auf so kleinen engen Raum begrenzt, beziehungsweise alles war viel weitläufiger gewesen. Und ja, man hatte nicht diese erdrückende Stimmung gehabt und dieses Erdrückende gehabt wie in Teil 1, was ich ein bisschen schade fand. Das war so ein bisschen das, was Teil 1 für mich so ein bisschen ausgemacht hat, dieses Erdrückende, dass er immer in der Nähe ist und das kaum Raum gibt zum Fliehen und alles. Ja, das hat mir an Teil 1 ein bisschen besser gefallen. Was man mal sagen muss, die haben, was diese Metzelei und dies und das angeht, echt noch mal eine Schippe draufgelegt, finde ich. Also ich muss auch sagen, die Leute, die für die Effekte da zuständig sind, ey, ihr habt einen krassen Job gemacht, ey. Also, wow. Also kein Wunder, dass der ein oder andere wirklich aus dem Kino gelaufen ist, denn das so realistisch darzustellen, was da gemacht wurde. Richtig, richtig heftig. Ich denke mal,
Der Film könnte auch irgendwann mal wieder geschnitten auf irgendeinen Streaming-Anbieter landen. Und ja, das ist schon ganz schön heftig, was da passiert ist. Hat die Spaß gehabt? Ja, das ist genau die krasse Sache an diesem Film. Das hat mich auch am ersten Teil so fasziniert. Obwohl das Horror ist, obwohl das Splatter ist, obwohl das mega Gemetzel ist. Ist der Clown irgendwie trotzdem ein bisschen lustig? Und manchmal sogar so lustig, dass man gar nicht kann, außer zu lachen. Also, es ist echt eine interessante Mischung, wo ich sagen muss: Ey Leute, ihr macht gerade so ein Gemetzel und trotzdem schaffen es zu lachen. Echt, also, da muss ich sagen, das ist echt genial gelungen. Und ja. Also solltet ihr wirklich zart beseitet sein, würde ich sagen, schaut euch den Film vielleicht erstmal nicht an. Also da muss man schon ein bisschen dickeres Fell haben. Ja, und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Ja, also ich muss sagen, der Film ist der absolute Hammer, was Gewaltdarstellung und sowas angeht. Also ich habe dieses Jahr, glaube ich, keinen Film gesehen, der das toppen kann. Ob es überhaupt Filme gibt, die das toppen können, in diesem oder auch im letzten Jahr, ich glaube nicht. Also das ist schon wirklich, was Gewaltdarstellung angeht, schon mit das Krasseste, was ich in letzter Zeit gesehen habe. Und was aber nicht heißt, dass der Film schlecht ist. Aber trotzdem, diese eine kleine Sache fand ich im Teil 1 wirklich besser, wo das alles ein bisschen erdrückender war, wo das alles komprimierter war und so. Dieses Mal haben sie tatsächlich mehr Geld bekommen und haben es dann ein bisschen weitläufiger gemacht, verschiedenere Drehorte oder mehr Drehorte als da beim ersten Teil. Ja. Aber trotz allem würde ich sagen, ja, für das, was der Film ist, und das ist schon richtig krass, was der Film ist, also er tut da wirklich schon ordentlich auf den Putz hauen. Ja, die vier Totenköpfe hat er sich auf jeden Fall verdient. Also ich hoffe, dass der Art damit zufrieden ist und mich nicht aufsucht. Aber 5 möchte ich dem Film doch nicht geben, weil, wie gesagt, da waren die ein oder andere Sache bei Teil 1 einfach besser gewesen, beziehungsweise gefiel mir einfach besser. Aber trotzdem, also wenn ihr wirklich Horror, Splatter, Metzel, Gedöns mögt, dann kommt ihr an diesem Film eigentlich gar nicht vorbei. Also schaut euch aber vorher Teil 1 an, weil Teil 1 weil der Film Teil 2 genau da anfängt, wo Teil 1 aufhört. Deswegen solltet ihr unbedingt den ersten Teil auch sehen. Wenn ihr drankommt, ungeschnitten, weil ich hatte das Gefühl bei Amazon Prime, dass der geschnitten war. Zwar jetzt nicht extrem, aber man hat es einfach gemerkt. Ja, das war die Filmbewertung von Terrified 2. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.